Hallo Leute, heute ist Sonntag, der 6.9.2020. Ich habe heute nicht viel zu erzählen, aber ich möchte ein kleines Corona-Update machen. Und zwar gibt es in ganz Österreich jetzt über 4.000, fast 100, 4.100 Erkrankte, knapp, nicht ganz 100, aber fast. In Niederösterreich, da wo ich lebe, ist seit dem letzten Update keiner gestorben. Noch immer 109. 13 sind hospitalisiert und 5 auf der Intensivstation. Ich lebe in Niederösterreich, da ist die Corona-Ampel, die seit letzter Woche gilt, auf grün, also nicht gefährlich oder nicht so gefährlich. In Niederösterreich gibt es auch relativ wenig Fälle. Weil die Verbreitung da nicht so groß ist, aber es wurde die Ampel wurde präsentiert und die Ortschaften, wo auf Orange sind, haben sich beschwert, weil das für die Hotellerie und für die Besucher halt kein gutes Zeichen ist und die in Verruf bringt, aber ich finde das blödsinnig, weil die Ampel soll ja vorgeben, wo ein Risiko ist und wo kein großes Risiko ist, oder Risiko besteht überall, aber die Ampel soll halt zeigen, wo ein höheres Risiko ist und wo ein niedrigeres Risiko ist. Und daher verstehe ich nicht, warum man sich darüber aufregt, weil das dann nicht weniger Leute kommen zum Übernachten. Ist zwar klar, aber es sollte doch eine deutliche Kennzeichnung geben. Und ich finde es gut, dass die Corona-Ampel gibt. Ich weiß nicht genau, wie willkürlich die ausgewählt wird. Aber je mehr Corona-Cluster es in einem Ort gibt, desto höher die Ampelfarbe. Und ich glaube, dass das ganz okay ist. Ich glaube, dass das eine ganz gute Idee ist, das so zu machen. Und das ist für die Hotellerien in diesen Ortschaften, wo mehr Corona-Cluster sind, nicht so gut ist, ist schon klar. Aber nur man sollte als Ausländer auch irgendwie wissen, wo man sich gut aufhalten kann und wo man eher Maskenpflicht haben sollte. Und so. Und deswegen verstehe ich nicht, warum sich die Bundesländer darüber aufregen. Aber naja. Ich spüre einen leichten Effektinentzug, weil ich jetzt weniger nehme. Ich habe heute schon vom Schlafen gehen mein Atarax genommen, weil ich ziemlich schlecht drauf war. Und sonst ist es ein normaler Sonntag. Es ist nicht viel passiert. Und wir waren Mittagessen beim Chinesen.
Aber sonst ist nicht viel passiert. Und morgen kommt Corinna wieder. Und mal gucken, wie das Wetter morgen ist. Heute hat es die ganze Zeit geregnet. Es soll ja bis Dienstag wieder wärmer werden. Und mal schauen. Freue mich, dass ich am 9. wieder bei Kerstin bin. Und dann habe ich am 10. meine Zahn-OP. Aber ja. Sonst gibt es nicht viel Neues. Ihr könnt mir unter das Video gerne Fragen stellen. Da mache ich ein Question and Answer Video. Oder unter alle meine Videos könnt ihr mir jederzeit Fragen stellen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao. Arines. Bis zum nächsten Mal.